Tilter. So. Habe ich das Ding noch? Ja, noch ist gerade noch habe ich's. Habe ich den jetzt geklaut? Bin ich da nicht das Problem an der ganzen Geschichte? Bin ich nicht das Problem an der ganzen Geschichte? Wenn ich ihm das Amulett wegnehme, ich habe das Morphin Object by the way gefunden, war da, egal was es vorher war, es passte da überhaupt nicht hin. Egal. Renn nicht drüber. Interessiert uns nicht. It was hard, but I eventually found the reserve for a potion that should destroy the curse. I need to 5 ingredients. Flower of Death. Ganz entspannt. Die Blume des Todes oder der Toten. Ein Hexentrank, auch ganz entspannt. Oil of the Dragon, ach ja, das Öl eines Drachens. Klassischer Montagsmorgens. Weißt du, du guckst montags morgens in den Schrank, weißt du, guckst da, was du am Wochenende so an Essen aufgebraucht hast, was musst du aufstocken und so. Klassisch. Giftige Pflanze, Frucht. Easy. Und Dogberries. Keine Ahnung, was Dogberries sind. I could cut this wire with some small cutters. Das ist okay, dass du es nicht mit dem Brieföffner hinkriegst. Das lasse ich dir durchgehen, Darling. Die Statue, also über den Geschmack. Ah, guck mal hier. Da sind die, kann ich die Blumen. Was habe ich jetzt gemacht? Ah, Wire. Okay. Krieg ich die Wire hiervon? Ah ja, guck mal. Ja, es läuft ja hier wie geschmiert. Ah, das war natürlich noch irgendwas Tolles. Egal. Das heißt, brauche ich auch mal, um die Nägel rauszumachen. Wäre auch zu einfach gewesen. Wo kann ich denn hingehen? Ach, guck mal, da hinten. Tür. Natürlich fehlen da Glastrauben. Habe ich sofort gesehen. Tür. Ich liebe es, wenn wir überall Türen haben. Dass ich die Briefkasten nicht benutzen kann, wundert mich. Was? Bin ich auf ihn hingekommen? Ja, wahrscheinlich, ne? Ah, lol. Ja, gut. Bin ich auch froh drüber. Bis ich darauf gekommen wäre, hat es, glaube ich, was gedauert. Und weg jetzt nicht. Ich repariere mein Draht immer so. Weißt du? Einfach mal. Guck, schon ist der Draht repariert. Weil so funktioniert das. So funktioniert Draht übrigens. Ah ja. I was growing this bush for a long time. Its fruits are extremely poisonous and they are finely ripe. Wupp, wupp, geil. So was will man im Garten haben, vor allem wenn man Enkelkinder hat. Ist immer gut. Hast giftige Frucht im Garten. Auf Bodenhöhe. Da ist eine Statue. Oh, guck mal, kann ich auch nehmen. Guck, ich habe mit der Cutscene gerechnet, bin ich ehrlich. Elizabeth McGray. Elizabeth McGray is James' sister, a young woman who's conquered the troubles of honor and decency. So, wo ist das Morphing? Ich glaube, der Kronleuchter ist das Morphing Object. Hier links. Wir warten kurz. Ja. Ich bin's einfach. Der sah so sass aus, weißt du? So, was haben wir? Da ist das Horn. Gib mir das Horn. Ach ja. Ja, Zahnrad am Boden des Aquariums. Wer kennt's nicht? Das 5 Meter Aquarium, wo man nicht mit der Hand reingreifen kann. Habe immer im Wohnzimmer stehen. Das ist eine optische Täuschung. Das ist gar nicht so klein. Das sieht nur so klein aus. Der gibt mir übrigens die Creeps. Dem vertraue ich nicht, dem Bree. Geil, ich find's cool, wie ich immer alles klaue. Strange Package. Öffnen. Der, anstatt dass du einfach die Schnur durchschneidest, dein scheiß Ernst. The first ingredient is the flower of death. It was hard to get it, but it's in my hands now. This makes me very happy. Ja, finde ich auch. They say the oil brought from far lands can even light something non-burning. Well, I need extreme measures to destroy the cursed amulet. Okay, ja, cool. Ich finde es auch nett, dass der mir überall Notizen hinterlassen hat oder sich selber. Damit, wenn ich jetzt aus der Vergangenheit denke, komme, ich das sofort alles checke und lesen kann. Kannst du bitte weggehen? Danke. Was brauchst du, Figuren? Bist du noch was? Du brauchst einen Murmeln. Oder irgendwas. Was habe ich denn Schönes bekommen? Ah, das Ding für...
Good luck, my dear friend. Goodness, das war horrifying. Das war voll nicht horrifying. Das wäre vielleicht gruselig gewesen, wenn ich hier reingekommen wäre. Und das hätte das dann gespielt. Aber 20 Minuten später habe ich das Amulett bei dabei verloren. Nö, das ist aber hier. Fertilizer, das ist Dünger. Was habe ich bekommen? Sea Line. Sea Line? Nicht? Was ist eine Sea Line? Ist das nicht eine Angelschnur? Ah ja, da fehlt ein Zahnrad. Guten Morgen. Irgendwas fehlt hier. Verrückt. Ja, hätte ja keiner drauf kommen können von uns. Ah ja, guck mal. Aber ich gehe. Ja, natürlich hat... egal. Wie leben die eigentlich so? Wenn überall Bums fehlt... Ach ja, guck mal, das... Ne, Minotauren... Schieß mich tot. Ich trinke einfach was. Nicht drüber aufregen, wir wundern uns nicht. Das ist eine normale Apparatur, die man im Garten hat. Ich trinke jetzt einfach auch schon. So, ab dafür. Wimmelbild. Bow, eine Fliege oder ein Bogen, es ist die Fliege. Ein Emerald. Emerald sind die grünen Dinger, ne? Ja, guck mal, da ist der Emerald. Whale, ein Wal. Box. Eine Box halt, das da. Flask. Das da ist eine Flask, ne? Braucht aber noch einen Korken. Bist du der Korken? Ziemlich extra. Das sah übelst aus wie das Ding, was Asterix hat, um den Zaubertrank aufzubewahren. Nur halt in fancy. Lady. Wir brauchen eine Lady. Das ist jetzt ziemlich sexistisch. Es sei denn, es ist der Ladybug gemeint. Das Ding halt. Ah ja, guck mal. Ah ne, warte, gar nicht. Ah ne, guck mal, da ist Ladybug. Ne, eine Lady. Bist du die Lady? Du bist die Lady. Coach. Das sagt mir jetzt gar nichts. Für mich ist das ein Trainer. Brauche ich einen Hut? Ja, guck mal, war überraschend. Hut. Bucket. Ich brauche noch einen Eimer. Wir brauchen schon wieder einen Eimer. Du hast einen Eimer. Einen Elefanten. Den habe ich gerade schon gesehen. Du bist der Elefant. Wir brauchen Frogs. Das heißt zwei Frösche. Den einen, der steht da. Dafür brauche ich noch den kleinen. Der ist hier drauf. Und einen Coach. Ich weiß leider nicht, was ein Coach ist. Bist du ein Coach? Bist du ein Coach? Bist du ein Coach? Du? Ah, das Ding von einer... Eine Kutsche! Eine Kutsche! Kutsche ist der Coach. Coach ist Kutsche. Was haben wir jetzt bekommen? Ja, Lady. Aber ich brauche auch noch Typi. Aber nicht so erfolgreich hier. Sea Line. Ich weiß immer nicht, wie das Sea Line soll. Ja, da ist was... Dass der die nicht benutzen will. Das macht mich stutzig. Weil ich wüsste nicht, wo ich sonst was mit der Sea-Line machen sollte. Das halt. Ich habe ja keinen Dosenöffner. Kann ich aber einen Brieföffner aufmachen? Nein. Da ist noch die Box. Krieg ich die Nägel damit rausgezogen? Naja. Wäre auch zu viel gewickelt. Wäre zu viel gewickelt, um die um den Kopf der Nägel zu wollen. Ja, moin. Wäre zu viel gewollt, die. Natürlich andersrum, Entschuldigung. So, hier ist doch bestimmt noch was. Guck mal, da, hahaha. Wusste ich doch. Ja, aber bestimmt, ja, ich hätte den Haken auch nicht vorher mitnehmen können. Egal. Aber jetzt ergibt das Ganze Sinn. Jetzt können wir nämlich in einem 50 cm maximal tiefen Aquarium angeln. Und du kommst wahrscheinlich hier rein. So, Sonne, Mond und Sterne. Du kommst dahin. Nein. Du kommst aufs Auge. Hilfe. Warte. Auge.
Nee, das ergibt keinen Sinn, die Zeichnung, oder? Eins, zwei, nee, ich glaube, das Auge muss aufs Auge. Oder? Warte, wie kann ich die überhaupt bewegen? Ich hasse das, nur in eine Richtung. Ich werde einfach mal ausprobieren. Wie kriege ich die denn aligned? Gut, die kriege ich aligned, aber wie kriege ich die Kugeln bewegt? Das würde mich jetzt gerne interessieren. Ah, lol! Was soll das denn? Hab ich ja gar nicht auf dem Schirm gehabt. Okay. Das war ja richtig wild jetzt. Okay, jetzt muss ich einfach so. So lange, bis es passt. Ja, das ist ja dann nicht so schwer. To be fair. Habe ich die eine Kugel schon geschossen oder bin ich dumm? Hallo. Ich muss den Haken ziehen. So war das, ne? Momento. Falsch gerade gedrückt. Okay, das ist ja jetzt einfach legit langweilig. Ich muss hier, guck mal, ich kann das hier spammen, bis der die an die richtige Stelle schießt. Jetzt drehe ich den zweimal, drücke wieder das, drehe einfach wieder das Ding hier rein. Lass es wieder einfach durchlaufen. So, jetzt drehe ich halt das Ding hier. Anstatt dass es direkt nach unten weiterschiebt. Ich dachte, ich muss die jeweils auf die, weißt du, zum Beispiel die vom äußeren Ring, einen Ring weiter, dann wieder ein bisschen sortieren, bis sie halt wirklich komplett da sind, wo sie hingehören. Aber nein. Also, will ich es mir selber hier kompliziert machen und dann sagt das Spiel einfach nein. Nein, ich hab. Das sah cool aus. Oh, ein Apfel. Ja, was ist das? What are you? Ah ja, der ist The Witches House. The City Witch. Ah ja, die ganz normale Stadthexe. Ja, moin. Hat mir diesen Trank verkauft. Ich habe mich dazu entschieden, nicht danach zu fragen, aus was er hergestellt wurde. Die ganz, die City-Hexe. Die. Was ein wildes Türschloss. Ich warte immer auf eine Animation. Bin ich legit ehrlich? So, hier ist eine Statue. Und zwar James O'Grady's great young man who always honors the memory of his last late parents. James protects his sister Elizabeth and helps her with anything. Aber ich muss niesen. Das ist ein ganz kritischer Hase. Einen Moment. Das ist vor allem so eine Sache. Ich könnte jetzt, das könnte, der Nieser könnte jetzt jeden Moment kommen, aber er will halt nicht heraus und er will auch nicht weggehen, ne? Ah, so, was könnte hier denn das Morphen-Object sein? Gucken wir mal kurz. Sehen tue ich auf die Schnelle nichts. Ah, doch, gesehen. Ah, das Schwert. Erwischt. So, was haben wir hier Schönes? Dann gucken wir mal rum. Ein Löwen, der uns nichts geben will. Lieben wir natürlich. Ich will dieses Ding, wo drauf er steht. Ich will doch nicht die scheiß Kampfaxt haben. Oh, du hast Stäbe im Rücken. Ah, da kommt wahrscheinlich ein Flügel rein. Hast du recht. My bad. Kann ich das Schwert hier mitnehmen? Da müssen wir da 20 Sachen rein. Target shows me where I could aim if I had a weapon. Nein! Klau dir den Bogen!
If I had the weapon. Bruder, hier seht ihr in der Waffenkammer. Richtig kaputten Pfeil. Nice. Ah ja, das Ding da. Ah, ich brauche also 9. Ah, Briefwerfer. 9 Pfeil. Für. Um dann eine Pfeilspitze dran zu machen. Weil vorher kriege ich die Pfeilspitze da nicht raus. So, dann machen wir den Adler. Guck mal. So viel zum Pfeil. Guck mal, ich habe einen Pfeil gefunden. So. Dann nehmen wir den Pfeil. Haben wir jetzt einen Pfeil. Mit Pfeilspitze, wohlgemerkt. Ah, ich konnte die Tür nicht aufziehen, weil vorher war was im Weg. Hast du recht. Bogen. Guck mal, ein Bogen. Ich glaube, diesmal ist es aber der richtige Bogen. Ein Speer. Du siehst aus wie ein Speer. Lion ist ein Löwe. Hm? Bist du gemeint? Es sah jetzt nicht wirklich sehr löwig aus, to be fair. Ein Schmetterling. Schmetterling, Grimtails und Schmetterlinge und Libellen, also Dragonflies. Eine Dose. Die braucht noch ihren Deckel, weil sonst ist es keine Dose. Kennen wir ja. Zack. Dolly. Dolly ist eine Puppe. Du bist eine Dolly. Nein. Ist damit diese Klischee Mädchenpuppe gemeint? Oder was soll das sein? Was ist ein Dolly? Keine Ahnung. Mal weiter. Kamel. Du bist ein Kamel. Dolphin. Ein Delfin. Ich suche auch wieder Sachen. Da ist ein Delfin. Das war knapp. Den habe ich fast nicht erkannt. Schuh. Da ist ein Schuh. Crown. Krone. Da hat der Totkopf auf. Fork. Eine Fork war Gabel. Da ist die Gabel. Ship. Ein Schiffchen. So. Dolly ist wahrscheinlich irgendwas anderes als das, was ich gerade denke. Für mich ist Dolly ja, kurz irgendwie eine Verniedlichung von Doll, aber ich glaube, das funktioniert so nicht. Ja, irgendwas zum Schießen. Bist du ein Dolly? Bist du ein Dolly? Bist du ein Dolly? Du? 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 Das ist immer so das Problem, wenn ich nicht weiß, was damit gemeint ist. Ah! Alte Oma-Tischdecke. Okay. So dieses Beistelltischchen. Tischdeckchen. Oh, Zungenbrecher, du. So, dann zeig mal Quickscope. Ja, natürlich. Volle Möhre. Ach, tschüss, Letter. Kannst du dich einfach rausnehmen? Hey. Was? Sie. Das ist ein Brief. Das ist ein Brieföffner. Jetzt sagt mir nicht, ich muss das magische Wachssiegel wegschmelzen damit. Was habe ich bekommen? Ein Brecheisen. Wofür habe ich ein Brecheisen? Ah, draußen für die Box. Draußen für die Box. Wir haben draußen eine Box. Das war ein ganz wilder Sound. Boah. Was bist du? Fireplace. Great. Lever. Gate Lever, nicht Great Lever. So. Ja, du bist heiß. Belastend. Egal, mit dir kann ich draußen in den Garten. Nein. Mit dir. Das sieht nicht einladend aus. Ey, Bro, alles okay? I hate surprises. Ach, sie hasst Überraschungen. Das ist aber doof. Dabei war das so eine tolle Überraschung. Egal. Was mit dem Brie hier? Nix. So, wo ist das Morphen-Objekt? Irgendwo hier oben. Safe. Naja, jetzt spielt wieder 20 Minuten lang. Dogberries are one more ingredient in my list. I need them to destroy the emerald once and forever. Seid ihr die Dogberries? Ah ja. Die Beeren sind noch nicht reif, aber reif. Aber wie jeder weiß, wenn man Dünger drauf kippt. I could mend, ich könnte den reparieren.
Ah ja, weil der ist so zerrissen, den kann man auf keinen Fall benutzen. So, was hier? Ah, ich kann trotzdem einfach hin. Scheiß mal auf die Skelette. The stone altar is the best place to destroy the amulet. I need all the ingredients, the recipe and probably some more dishes. Ja, schön, ne? Das machen wir dann nachher hier. So, bist du zufällig das Morphen-Objekt? Das wäre natürlich lustig, wenn dein Gesicht sich irgendwie ändern würde. Wir haben hier auch wieder ein Morphen-Objekt und ich will wissen, wo es ist. Achso, der Zettel ist einfach nur, das weiße ist der Zettel, wenn ich da nah dran gehe. Alles klar. Was verändert sich hier? Warum zum Fick schläft meine Hand gerade ein? What the fuck? Ich trinke nochmal kurz einen Schluck. Also würde mich jetzt ärgern. Da ist es. Hahaha. Ich wollte gerade sagen. Nice. Wahrscheinlich go to achievements. Wahrscheinlich haben wir jetzt alle möglichen Morphen Objects gefunden. Nice. Cool. So. So, krieg ich damit auch noch Nägel aus der Wand? Lieben wir. So, was ist das? Das Amulett war hier oben drauf. Auf diesem Good Luck Ding. Nadel und Faden nehme ich. Entschuldigung. Eins zu weit. Dahin. Nein, das war der Brieföffner. Nadel und Faden. Ah ja, na, makellos habe ich den genäht. Also, boah, so gut hat noch keiner genäht wie ich. So, mit dem Ding, sag ich doch, kriegen wir die magische Wachsrune entfernt. Ach, guck mal, das ist das Rezept. Guck mal, auch Dosenöffner direkt. Ja, destroy the curl. Jetzt chill doch hier mal, bitte. Also wirklich. Lass mich einfach mal arbeiten. So, mit dem Dosenöffner. Ah, du, Entschuldigung, du bist die Kampfaxt, nicht der Dosenöffner. Mein Fehler. Klassisches Mea Culpa. So. So, mit den Handschuhen. Kann ich entweder dich ernten? Na, guck mal, da sind sie gepflegt. Nice. Hatte eher was von so einer. Von so einer. Keine Ahnung. Litchi oder so. Habe ich die Handschuhe noch? Schade. Ich hätte gerne mit den Handschuhen das Ding. Weil kann ich das über Battle. Mit der Kampfwachs da rausholen. Ah, ist natürlich instant kalt. Man kennt's. So. Dann fehlen nur noch die Dogberries. Die Dogberries kriege ich hier. Habe ich die Kampfwachs noch? Nö, schade. Wäre auch zu einfach gewesen. Das ist ein guter Dünger. Ist wie bei Minecraft Knochenmehl drauf und fertig. Ich kann sie nicht ernten. Warum kann ich nicht ernten? Was? Achso, sie braucht was, um die Dosen zu transportieren. So. Amulett, Mörser und was auch immer ich mit meinem Brieföffner haben möchte. So, dann. Mörser. Rezept. Brieföffner. Oh, boah, ich brauche wirklich den Brieföffner. Kannst du mich verarschen? Amulett. Use all. Also. Das soll der sein, ne? Ja, danke. Hallo! Sollst du es benutzen? Nicht mir sagen, was das ist. Wie sieht ich denn aus? Hör auf, mir zu sagen, was das ist. Benutz den Sch... Leck mich. Hier, geh weg. Dein Ernst? Dein scheiß Ernst? Ich muss oben draufklicken, anstatt wenn ich auf eine Zahl... Boah, ich bin so, ich würde am liebsten einfach alt F4'en. Scheiß mal auf das Spiel durchspielen. Oh. Ja, mach das Rezept. So, zuerst kommt The Witch's Brew. Dann kommst. Muss ich wieder zumachen?
Dann kommen doch die... Ach, ah, okay, ich muss die mit der Pinzette nehmen. Mein Fehler, ich habe das da oben nicht erkannt. Ich dachte, das wäre einfach der Stiel von den Dingern. Dann die Dogberries da rein. Das ganze Ding mörsern. Dann die Fruchtschälen. Sieht eher aus wie Litschi oder so, ne? So ähnlich müssten die aussehen. Dann natürlich mit dem Brieföffner das Schneiden. Jetzt hat es eher was für eine Birne. Das kommt da rein. Oh, lecker Stückisch. Dann das auch da rein. Dann das Drachenöl da rein. Dann ein Amulett auf den Tisch. Und das da drüber. Jetzt sind die schon wieder hier. Jetzt stalken die uns. So, Achtung, wird eventuell laut. You did it. Okay, now so. The McGrays and Maxwells can finally live in peace. It's all thanks to you, Aunt Gray. We're eternally grateful. Ich sehe jetzt erst ihre Arme weg. Guck mal, das geht von ihren Armen weg. What the fuck? Once the amulet was destroyed, the curse that had haunted the McGray family lifted at last. Silver McGray not only survived the fire, but lived long enough to see his great-grandchildren. His daughter Martha Maxwell had once been barren, but then she had a healthy girl, softening her husband's heart. Their daughter grew into a kind woman, who loved to make people smile. Arthur Maxwell's destiny completely changed. He did not kill the huntsman, and lived a long life, becoming very wealthy. Alex Maxwell had once been addicted to gambling, but then he got a second chance. Now he only plays casually at the parties he attends, with his daughter Catherine. Ja! Okay, cool. Ich muss zwar sagen, das ist jetzt irgendwie Kontrast zum Hauptspiel. So, wisst ihr, im Hauptspiel habe ich mich darüber aufgeregt, über so Zeitreisen und was für Effekte die haben, gerade so bla 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 und wie man das so macht. Das ist ja immer so eine Sache, das ist ein ganz schwieriges Thema. Und auf einmal, hey, wir haben Toten vom Leben erweckt, so Bruder Casual, ne? Und hier ist das jetzt so, jetzt haben wir was in der Vergangenheit gemacht und wir haben einfach eine komplette Geschichte umgeschrieben, aber irgendwie auch nicht. Weird, aber I take it. Ich nehme es. Die, so leid es mir tut, die Credits hatten wir ja schon. Ich guck noch kurz, ob es noch ein bisschen anderen Bonus-Content gibt. Wallpapers, ja. Collectibles. Ich würde doch gerne in die Collectibles reingehen. Wir haben ja noch nicht die dritte Geschichte. Gar nicht mal die vierte Geschichte gesehen. After Elizabeth was rescued, she realized the fact that at first she had luck and then lost it was no accident. She remembered about the mysterious amulet and tried to discover its story. Ja, einfach dumm von ihr. Ja, gut, die Geschichte. Ja, das heißt, was jetzt noch gemacht werden muss, ist das Ding kaputt zu machen. Okay, das ist ja relativ langweilig. Collectibles. Also, das war. Da war ich ja gerade. So, Achievements. Mich würde einfach mal interessieren, welche Achievements ich denn jetzt nicht habe. Wahrscheinlich sind das time-basierte Achievements. Oh, pardon. Find 3 hidden objects in 3 seconds. Ja, sah ich doch. Time-basiert. Was ist das? Find 5 hidden objects in 5 seconds. Ja, time-basiert. Überraschung. Nochmal was time. Ah, 10 hidden objects in 10 seconds. Ah. Da wurde sich ja fast was Neues überlegt. Haben wir auch 20? Finish a hidden object puzzle in less than 1 minute. Was zeitbasiert ist, dafür labere ich wahrscheinlich zu viel. Ja. Warte, was? In over 10 minutes? In. What the fuck? Okay, so lange habe ich selbst nicht gebraucht. Das ist eigentlich eine Kurze, dass ich so lange nicht gebraucht habe. Finish all. Hups! Was auch dahin? Ja gut, das ist okay. Nehme ich an, dass ich habe finish 10 Hups in a row in less than 3 minutes each. Was sind denn Hups? Egal.
Ja, dass ich die nicht habe, das ist vollkommen solide. Damit kann ich leben, das vieles ist einfach nur time-basiert. Dementsprechend juckt mich das nicht. Aber dass die ganzen. Warte, was war das? Das muss eigentlich das vorletzte sein. Outrun the. Nein, das kann nicht Outrun the Lightning sein. Finish im Minigame und dann mit. Ja, nee. Das mit. Ist das das? Oder ist das einfach Finish this game? Guck mal da. Find all 35 Morphin Objects. Nice. Das finde ich cool, dass ich das habe. Das freut mich. Ja, und dann würde ich sagen, das war der Bonus-Teil von Grim Tales 6? Ich glaube, es ist 6. Ich weiß es nicht mehr. The Vengeance. Das heißt, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn ihr wieder dabei seid, bei Grim Tales 7 sehen. Fragt mich jetzt nicht nach dem Namen, ich weiß es nicht. Muss ich selbst noch in Erfahrung bringen. Egal, ich bedanke mich natürlich vielmals fürs Zusehen bis hierhin. Oder beziehungsweise fürs Zusehen des Teils. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!